Hallihallo, Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir schauen uns heute mal wieder an die Top-Downloads des vergangenen Monats, also die Modifikationen, die im letzten Monat in der OMSI Webdisk am meisten heruntergeladen wurden. Und genau, da haben wir schon eine kleine Auswahl hier stehen. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengewürfelt. Zusammengewürfelt trifft es wahrscheinlich auch ganz gut, denn wir stehen mit einem Fahrzeug der Wiener Linien hier auf der Map Landkreis Unterhölz Version 2. Jo, klingt erstmal komisch zusammen, ist auch so, aber genau, hat sich eben aufgrund der Mischung so ergeben. Genau, das hier ist der MNNG 273T4, genau, also der Lion City Gelenkbus angepasst an die Wiener Linien. Schauen wir uns gleich auch nochmal vorne an. Vier Türe, wie wir sehen, mit Flüssiggas betrieben. Hier da vorne, ne? Hier oben sehen wir den Tank auf dem Dach. Ansonsten im Innenraum auch typische Wiener Linienausstattung. Und genau, ebenfalls hier vorne die Kasse, beziehungsweise ist es ja unser Ibis, ne? Fahrkartenverkauf ist hier ja nicht so, aber genau, es geht auf jeden Fall hier um das Kassengerät. Ach, jetzt habe ich schon wieder Kasse. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Das müssen wir jetzt anschalten. Ich habe mir das im Vorhinein mal angeschaut. Ich werde da mal ganz kurz meinen Mauszeiger anschalten, dass ihr das seht. Genau, jetzt ist natürlich noch alles falsch. Das ist auch alles vollkommen fein, dass das falsch ist. Irgendwie ist der Mauszeiger ein bisschen verrückt. Das ist ja verrückt. Wie funktioniert das technisch? Ja, okay, dann sage ich euch einfach, auf was ich klicke. Es ist ja wild, dass der so ein bisschen versetzt ist. Ja, kann ja Videos aufnehmen. Ne? So, wir klicken links auf die 2, da wo Linie steht, und geben Linie ein. Da könnte man jetzt meinen, dass man gleich die Route mit angibt, macht man aber nicht. Das heißt, wir machen einfach die 02300, drücken auf Eingabe. So, Personalnummer können wir jetzt irgendeinen Quatsch aussuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, genau. X stelle ich auf jeden Fall. So, genau, Linie haben wir jetzt schon mal 23. Das hat er auch schon mal verstanden, glaube ich. Genau. Jetzt brauchen wir noch ein Ziel. Dafür drücken wir auf die 8, wo Ziel steht. Das Ziel. Und das ist in dem Fall, ne, nicht wie ich vorher gedacht habe, die Zielnummer, sondern wir müssen hier Route eingeben. Das ist die 2. So, jetzt haben wir geschildert. Ja, ne, ich habe ein bisschen gebraucht, das rauszufinden. Ich habe es dann auch mit Hilfe des Handbuchs hinbekommen. Ansonsten wären wir jetzt hier gestanden. Genau, Ziel ist auf jeden Fall dann die Route. Jetzt haben wir ja W05, das heißt noch 30 Sekündchen. Wir machen hier mal ganz kurz so. Ein bisschen Licht im Fahrgastraum. Die Scheiben sind irgendwie extremst abgedunkelt. So, haben wir dann schon die... Schon wenig Druckluft war, ne? Ja, ich glaube, das wird das Problem sein, ne? Da ist noch relativ wenig Druckluft am Stissel. So, werden wir das Ganze mal irgendwie dazu bringen, dass er das aufpumpt. Er wollte auch noch nicht mit, ne? Ja, ja, Abfahrt, du piepst nicht mal nicht zu. Es bringt mir noch nicht so viel. So, ich hoffe auch, es ist nicht... Ist der Kollege hier noch reingefahren? Der ist irgendwie despawned auch nicht schlecht, ne? Ja, gut, Druckluft ist natürlich ein feines Thema. Ich mach das jetzt einfach mal so, ne? Sonst kommen wir ja nicht fort. Ja, kann ich einfach irgendwie quittieren? Dankeschön. Nach dem Motto, ja, ich weiß, dass ich losfahren muss, aber... So, jetzt, guck mal. Jetzt kommt er langsam nach oben. So, jetzt haben wir Druckluft genug. Das hat aber ein bisschen gedauert, ne? So. Wird wohl irgendwie, ne? Der Druckluftstand so ein bisschen random generiert sein. Vorher hat das ein bisschen besser geklappt. Also, ne, ich habe schon mal versucht, den Bus in Betrieb zu nehmen. Und da ist er dann doch tatsächlich instant gefahren, so. Jetzt aber ist er das Pedal durchgetreten, wunderbar. So eine tiefe Stimme. Achso. Stimmt, ja, in Wien steigt man auch weiter hinten ein. Hallo? Hallo? So. Wunderbar, dann hätte ich gesagt, machen wir uns gerade mal auf den Weg. So. Boah, Kravumstoing Schepper. Ich muss ja Linienverkehr frei. Ja, okay. Ich hätte gesagt, Linienverkehr, das passt. Da sehe ich mich. So, ein bisschen vorsichtiger für den Beginn. Ja, es ist alles sehr getönt hier, ne?
Das ist aber nicht überall frei. Ja, bis auf hier. Das schaffen wir aber ganz kurz. Ne, hätten wir viel früher fahren können, aber das schaffen wir jetzt so. Also wie vielleicht der geneigte Zuschauer schon bemerkt haben wird, das ist ein Fahrzeug, der auf dem Neo MAN Pack von Sobol aufbaut. Heißt, ja, genau, ne? Das ist quasi so ein bisschen die Basis, der A23 da draus. Sieht man am Dashboard, finde ich auch ganz gut. Natürlich auch ein bisschen so am Außen-Mesh des Fahrzeuges. Und das wurde dann quasi entsprechend angepasst an die Widerlinie und ist halt ebenfalls dem letzten erschienen, sodass es jetzt hier natürlich auch in der im Ranking mit auftaucht und dass wir uns auch noch gleich immer kümmern werden. Ich ja, muss mich, glaube ich, erstmal ein bisschen zurechtfinden. Und genau, es wurden halt eben nicht nur, wie gesagt, die paar optischen Sachen, die wir gesehen haben, angepasst, sondern auch skripttechnisch einiges dann eben auf die Wiener Gegebenheiten. So, nächster halt ist IKEA, sagst du, ne? Okay. Schauen wir mal, dass wir irgendwie hinkommen. Aber die Tönung ist ja mal wild, ne? So, da ist der IKEA. Wunderbar. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, schönen guten Tag. Ja, komm. Hallo. Hallo. So. Warum fährt denn jetzt, wenn ich links blinke? Das irritiert mich ein wenig. Dann blicke ich mal nicht links. So, haha. Ja, der Vorteil ist, jetzt ist der da weg. Jetzt kommen wir hier gut rum. So, was sagt der nächste Halt? Soll ich weiterschalten, ne? Wie dieses Ansagen-Nups leuchtet. Ja, sorry. Ups. Nächste Haltestelle. Hallo. Mahlzeit. Ja, achso, das wird ja auch da noch einsteigen. Ja, ja, gut. Machen das auch nochmal mit auf. Ihr seid das scheinbar doch sehr, sehr gewohnt, da hinten einzusteigen. Ich muss tatsächlich sagen, ja, das gibt es tatsächlich in vielen Städten. Wenn es in Wien dann genauso sein wird, dann werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen. Es gibt hier schon mal auch ein paar Knöpfe, mit denen man das alles ein bisschen zentral öffnen kann. Nächste Haltestelle, Gewerbewagen, Messe. Messelie? Ach, Lehen wäre. Okay. Wir haben auch eine Innenanzeige irgendwo. Da. Ja, muss ich gucken, wie ich irgendwie damit klarkomme. Es wird schon irgendwie passen. So, da vorne natürlich ein bisschen abbiegen noch. Ich glaube, das wird aber jetzt generell die ganze Fahrt über nicht ganz so angenehm, dass ich da jetzt mega gemütlich mal die mich den Platzierungen widmen kann. So, die Karte erfahrungsgemäß dann doch relativ knäppges ist und der Spiegel vom Bus irgendwie wild eingestellt. So, und der Blinker geht nicht aus. Das war, glaube ich, auch ein Feature. Muss man so ein bisschen dran denken. So. Ist das jetzt richtig? Ja, ich muss nochmal. Mal gucken hier gleich, ne? Jetzt will da keiner hinten. Na gut. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Alle rein mit euch. Hallo. Ja, ich kann auch guten gerne Tag. Das nächste Mal so ein bisschen weiter vorfahren und die anderen Türchen auch noch aufdrücken. Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt die nächste Haltestelle schon ist. Nächste Haltestelle, Gewerbepark, Lebenserwerb. Dann ist noch eins weiter, ne? Und auch hier natürlich der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also finde ich cool, dass es hier so ein Wiener Zielanzeigengerät gibt. Erinnert mich auch so ein bisschen an das, was dann in den
Schienenfahrzeugen mit drin ist, also das, was man im Tramsim beispielsweise dann benutzt, so ein bisschen von der Aufmachung her, ist das nämlich schon ähnlich. Vor allem, wir haben auch so ein Weichending. Können wir jetzt wahrscheinlich nicht wirklich eine Weiche setzen, sondern vielleicht auch eigentlich Anforderungen oder was in die Richtung. Ja, weiß man nicht genau. So, schönen guten Tag. Grüß dich auch. So. Dann können wir mal schauen, ob wir denn vielleicht auf dem Weg nach vorne schon ein bisschen schauen können. Also, Platz 10 des letzten Monats. Eine Metromod für den C2, für das C2 Buspaket von MX. Das hat es auf Platz 10 geschafft. Auf Platz 9. Die Map Neunkirch sind wir auch schon gefahren hier im Let's Play. Dann auf Platz 8 wieder was für den C2. Und zwar eine Krüger Plus Scroll Matrix. Also, ne, für Fans von Fancy Matrizen. Die kommen da bestimmt auf ihre Kosten. Auf Platz 7 befinden wir uns hier mit dem Bus. Ist mir jetzt einer gerade hinten reingedonnert? Ich glaube schon. Dabei wollte ich doch nur die amtlichen Zahlen verlesen. Nee, das sollten wir vielleicht besser nicht machen. Ja, mit dem Bus sind wir auf der 7. Dann auf der 6 mal wieder was für den C2, wer hätte es gedacht. Und zwar ein... Das ist schlecht. So, ihr fahrt jetzt aber nett, oder? Nee, macht ihr tatsächlich nicht. Das ist weird, aber ich hinterfrage das mal nicht. So, auf der 6 haben wir ein Repaint-Paket für den C2 mit Adam Lauensbach. Repaints. Haben wir, glaube ich, schon mal so im Stream gezeigt. Ne? Da sind wir auch mal mit dem Capacity gefahren. In der Lauensbacher Lackierung. Das hier dürfte der Haltewunsch sein, was ich jetzt hier sehe. Das heißt, ich mach mal das meiste auf, was wir haben. Schönen guten Tag. Hallo. Auf der 5. Relativ frisch draußen und schon auf der 5. Blankwitz Version 2. Haben wir auch schon mit ein paar Linien hier auf dem Kanal gesehen. Schön Überlandmap-Erweiterung von der V1. Auf der 4 ein Bus, und zwar der EE-Busco 2.2 in der Early Access. Platz 3 haben wir die Map, und zwar Avelia Version 3. Die wollte ich mir mittelfristig auch nochmal anschauen. Nächste Haltestelle, Gewerbepark am achteckigen Haus. Auf der 2 sind wir hier mit unserer Map, die wir heute fahren, und zwar Landkreis Unterhölz Version 2. Und weit, weit abgeschlagen auf der 1 natürlich der C2, also das C2 Buspaket von MX, für das ja schon ein paar Mods hier mit in der Liste auch mit dabei waren. Hallo. Genau. Hallo. Der unfassbar vielen Downloads. Also, guten Tag, ihr redet aber auch so viel. Das ist auch nicht schlecht. Ne, ich sollte vielleicht immer noch nicht so viel reden. Genau. Also, unfassbar weit abgeschlagen. Unfassbar tolle Resonanz auch, ne, aus der Community und sowas. Also, es ist echt ein sehr, sehr cooles Paket geworden. Genau, wo ich mich tatsächlich, ne, auch für alle sehr freue, dass das jetzt Ende letzten Jahres dann veröffentlicht worden ist. Natürlich zuerst im Adventskalender und dann erst als Download in der Webdisk. Das heißt, in den Download-Charts. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Hilfe! Was ist denn da passiert? Kann mir mal einer sagen, okay, ja, warte mal, könnt ihr mal ganz kurz, könnt ihr das mal... Was ist denn... Ich muss mal erst den Bus reparieren, so. Ich muss mal... Er kommt mal nicht. Ich muss mal auf der Straße. Was ist denn da passiert? Ja, ich werde da mal... Guten Tag. Hallo. Hallo. Ah, nee, falsche. Falsche Richtung, sorry. So. Jetzt muss ich... Aber die Linie passt doch eigentlich. Soll ich das nochmal eingeben? Ja. Ja. Achso. Das kriegt der auch hin. Ja, Amazon. Das ist richtig. So. Ah, es gibt einen zentralen Öffnen, zentralen Schließenknopf. Das ist der rechteste Türknopf. Okay. Gut. Ja, fantastisch. Das hat ja klasse geklappt. So, das ist grün. Wo kam denn die Collision her? Also irgendwas hat uns dann nach rechts in die Pampa geschoben, ne? Nächste Haltestelle, Gewerbepark. Naja, wir werden es wohl irgendwie überleben, hoffe ich. Ach ja, sie haben einen Unfall. Da
dann war wirklich ein Auto beteiligt oder das ist das Auto, was uns hinten... Ist das richtig? Keine Wendemöglichkeit. Das finde ich jetzt eher schlecht. Was war dann Nuller drauf? Naja. Könnte man noch umschildern, wenn wir wollen. Aber ich glaube, damit kommen die Fahrgäste jetzt klar, wenn das nicht die 23, sondern die 2300 ist. Der Heizer, der LKW ganz schön auf dem... Bin mir nicht sicher, ob der da so schnell fahren sollte. Naja. Dann soll er das wohl machen. Liegt außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Ach, ich muss... ich verstehe langsam, glaube ich. Eieiei. Ja, okay. Ich verstehe. So, da kommen wir rum. Ist gut. So mehr oder weniger. So, Anforderungen. Auf hier. Okay, schön. Fällt mir. Ja, genau 10 sollten wir eigentlich fahren. Nicht so wie der Kollege da gerade. Das ist jetzt wirklich Amazon? Ja, Tatsache. Okay. Ich glaube, die haben es auch einfach alle ein bisschen eilig, ne? Da gab es doch neulich auch mal wieder so, ne, natürlich nur Shit-Sherlock-mäßig, irgendeine Doku über die Zustände für die Fahrerinnen und Fahrer, die für Amazon unterwegs sind, an den jeweiligen Standorten. Also, dass unfassbar schlechte Zustände da herrschen. Aber das, ich sag mal, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, muss ich sagen. Ich glaube, dann muss man auch so heizen, wie der das gerade gemacht hat. So, möchte denn jemand... Ist das ein Haltewunsch, was da aufleuchtet? Scheint nicht so zu sein. So, hübsch, hübsch, aber so kann man auf jeden Fall nicht fahren. Ich glaube, das war jetzt eine Haltestelle, die wir so ein bisschen... Nächste Haltestelle, Gewerbepark, ZOB, Steig 2. Es gibt hier ein ZOB im Gewerbepark, okay, wild. So, auf damit und weiter. So, ja, da sehe ich jetzt nicht so viel. Das ist jetzt schlecht. Sehr schlecht jetzt. Warum? Wo kommt denn jetzt alle her? Was soll denn der Quatsch? Ich kriege davon nichts gleich einen auf den Deckel. Alter, danke fürs Schranke zumachen. So, noch Feierabend hier. Komm auch mal rum. So. Hab mir nämlich, ne, dieses Mal im Vorhinein ein bisschen informiert auf den, über den Liniennetzplan. Ob wir denn wieder irgendwelche weirden Stichfahrten oder sowas haben. Ja, haben wir. Und das hier war gerade... Ich vermute mal die eine Stichfahrt, dass wir nicht noch eine haben werden, sondern dass das jetzt die eine war. Ihr wisst aber schon, dass ich Vorfahrt habe oder so, ne? Also... Ich wollte das... Nur mal so angemerkt haben. Ja, nee, passt schon. Ach, hier ist echt viel LKW-Verkehr, ne? War cool, dass es auch so umgesetzt wurde, dass hier so viel LKW-Verkehr ist. Macht es natürlich jetzt ein bisschen komplex. So, alle Schnellbremse haben wir auch, das ist fein. Was ist denn da noch alles? Geht das weiter? Nee, ich glaube, wir haben rot. Das Gelbe ist ja der Haltewunsch. Ne, wie man schön mit dem... Edding da drauf gekritzelt sieht. Das ist der... Oh, Retarder. Hübsch, hübsch. Ja, auch gleich mal ausprobieren. Also, wenn sich die Gelegenheit ergibt, das scheint das aktuell noch nicht der Fall zu sein. So, wir sind doch zeitig noch im Plan. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also, natürlich nur so ein bisschen. Aber hey... So, das heißt, wir müssen jetzt zum ZOB, der da irgendwo ist. Ich werde mal aufgrund von, ich möchte mich nicht verfahren. Hier nach links, dann geradeaus. Okay, das ist ein Problem, weil der Linksabbieger die gleiche Grünphase. Das heißt, wir stehen hier ein bisschen. Okay. 23. Jetzt haben wir andere Pfeile. Genau, es gibt auch eine Autobahn hier auf der Karte. Die fährt scheinbar hier lang. Sieht aber hübsch aus.
Okay, sich bewegende Bäume, wild. Ja gut, wir werden mal weiterschauen. Vielleicht ist die Schlange ja weniger geworden. Ich glaube mal nicht, wir waren noch auf der gleichen Kachel. Das heißt, da wird es auch nichts respawned sein. Um sie. Ich habe F1 gedrückt. Dankeschön. So, bitte warten Sie einen Moment. Ihr Auftrag ist zur Bearbeitung. Ein Fahrplan oder so. Da. ZLB ist zur Hälfte. Das ist schlecht. Ja, sonst so. Also wirklich schattelig fühle ich mich ja nicht. Ich meine, ich kann es mal versuchen, die 23 umzuschildern. Tja, guck mal, wunderbar. Haben wir das hingekriegt. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Ja, wirklich jetzt mal. Die Fahrgäste sind schuld. Endlich sagt's mal einer. Gut, also wir können auch Sonderansagen abspielen. Auch nicht schlecht. Alter, Finne, was ist denn da vorne los? Das Irrwert macht ja auch gerade wilde Geräusche. Jetzt stehen wir hier schon 2 Minuten. Wenn jetzt ja jede Ampelphase genau ein Auto rüberkommt, dann ist das aber ein bisschen... Ist gar keiner rübergekommen dieses Mal. Ist das, weil du links möchtest oder warum ist das... Ich schau mir das mal an. Du möchtest links, das ist natürlich ein Problem. Gut, du könntest ja gleichzeitig damit den Bulli abbiegen. Der will ja auch nach links. So, schauen wir mal. Ach nee, es gibt sogar exklusiv grün. Das ist doch fantastisch. Also wahrscheinlich ist die Ampelphase einfach nur ewig lang. Gut, okay, akzeptiert. Ich sag mal, immerhin geht's vorwärts. Also es geht halt darum, dass wir da jetzt nicht ewig... Wir brauchten ja heute so lange, um die F1 zu kommen. Also irgendwas. Bus und oder Karte. Wie viel Texturspeicher haben wir denn hier? Ja, schon ordentlich was. Oh. Das schaffen wir vielleicht sogar ein bisschen weiter, ne? Das schaffen wir safe nicht, aber... Bisschen weiter kommen wir auf jeden Fall. Jetzt ist rot, aber die nächste Ampelphase ist unsere. Ich sehe uns da. Können wir mal einen Blick nach hinten wagen. Fühlt euch auch so geschattelt. Nein, nicht wirklich, ne? Auch das Gefühl, es geht nichts vorwärts. Naja. Gut, das kann ja mit mir sprechen. Das bin ich ja gerade nicht in Motion. So, nach vorne ist auch Ausstieg. Allerdings halt nur über den rechten Türflügel. Okay. Jo, so ist das hier wohl, wa? Oh, ist da so viel Verkehr hier ist. Ja, ich hab's gewusst. Ich habe mir jetzt extra eine Linie ausgesucht, die nicht so lang geht. Hm. Sehe ich, was ich davon habe. Dies ist jetzt natürlich problematisch, geh. Okay, das wird das Licht für hier vorne. Ja, erwartbar, ne? So, jetzt aber. Du willst rechts abbiegen, du willst links abbiegen, oder? Ja, fantastisch. Guck mal, da kommt auch gleichzeitig. So, ihr habt auch kein Grün, das heißt, das wird auch kein Fußgänger sein. Und Abfahrt. Grün. Das Rot. Nee, ist es nicht. 23, sehr gut. So, hier ist ein Autohof mit einem Mac. Okay. Wild. Ich mag aber, dass es so viele Anforderungsgeschichten gibt. Das finde ich schön. So, da müssen wir wahrscheinlich genau einmal so rum. Dann einmal im Karingel gefahren.
Hui. Okay, da geht aber ganz schön früh schon irgendein elektronisches System hier rein. Naja, gut. So, Carbon Storing Shepper. Einmal eingestiegen. Hallo. Hallo. Endlich grüß mich mal eh noch da. Hallo. 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 Ja, steigt hier mal ein. Guten Tag. Bis übermorgen seid ihr wahrscheinlich alle drin. Warum stapelt ihr euch denn hier? Ihr seid alle schon drin, das finde ich gut. Das beschleunigt den Abfahrtsprozess. Wenn euch im Bus stapelt und nicht davor, was auch immer der Imbusschlüssel damit zu tun hat, auf jeden Fall irgendwie große Wendung. Ja. So. So, der Autohof, da halten wir auch noch. Was ist hier vorne? So, ich sehe nicht so viel, muss ich sagen. Das ist aber frei. Da ich auch. Nächste Haltestelle, Gewerbepark, Autohof A62. So, ich habe Vorfahrt. Wunderbar. So, Tatsache, der ist der. Ups, es ist der Autohof. So, will jemand raus? Ist das ein Haltewunsch? Nee, ist doch kein Haltewunsch, was wir da haben. So, einmal mit Kürf schon wieder zurück. Das ist eine coole Ansicht, aber ich sollte vielleicht nach vorne gucken, um zu sehen, dass das nicht passt. Das Problem ist, was machen wir jetzt? So, immerhin stehen wir wieder so wie gerade. Das löst unser Problem nicht. Ich bin die Kurve falsch angefahren. Das habe ich schon auch festgestellt, dass das irgendwie selber blöd war. Auf dem Ding da kann man auch nicht besser wenden. Ja, Mist, warte mal ein bisschen weiter rückwärts, wa? Einfach früher, wobei, das stelle ich mir auch schwierig vor, ne? Ich könnte natürlich irgendwie versuchen, hier rum zu gondeln. Irgendwie so da rauszufahren. Ja, ich glaube, das klappt besser. Ich komme irgendwie... Also der Bus und ich, wir sind irgendwie noch nicht so große Freunde, wie ich das ganz gerne hätte. Er ist noch so ein bisschen ambivalent. So, da ist frei. Und hier auch. Sehr gut. Hier wieder, okay. Raus. Das heißt, aber ich sag mal so wirklich shuttle-mäßig fühle ich mich wirklich nicht, weil das ist doch sehr. Nächste Haltestelle, Gewerbepark, Vodafone. Knäppchen ist alles. Das ist ein Problem. Ja, aber du lässt mir da genug Platz. Gut. Das verleiht man natürlich. Der kommt aber auch immer so seltsam mit rum, der Nachläufer. Naja. Das wird wohl irgendwie passen. Vodafone, ganz schön viele Haltestellen, die ja wahrscheinlich irgendwie versteigert wurden. So, hier könnten wir theoretisch einen Retarder einsetzen. Ja, könnten wir nicht, weil wir sind... Doch, könnten wir. So, hier, das könnte ein Haltewunsch sein, aktiver, ne? Alter, vereinen, okay. Ja, aber so funktioniert Busverkehr eben. Ne? Wir halten auch Vereinen an. Das Tomb... Das Team oder das Tomb-Baucenter? Das Team-Baucenter, okay. Baut man da so Teams zusammen? Gibt es da einzelne Teammitglieder? Und dann... Nächste Haltestelle, Gewerbepark. Da konnte ich mal ganz kurz retardieren. Ist das nicht fein? Ach, das hier meint er mit... Ist aber knäppjes hier, die Haltestelle, du. Warum ist da eine Schranke dran? Habe ich jetzt noch nicht verstanden, wird er aber bestimmt irgendwo so seinen Sinn haben. So, hallo. Hallo. Hallo.
Kann mir mal einer diese Schranke erklären? Ja, das ist mir in der Tat aufgefallen. Das ist aber... Wenn ich wieder hier stapelt, kann ich wieder los. Ne, ihr seid noch nicht alle gestapelt. Hallo. Ja, Gelenkbus war eine gute Idee. Eigentlich wollte ich einen Solobus fahren. Bin froh, dass ich davon abgerückt bin. So, ist dann irgendwie da hinter uns eine Ampel rot? Wartet der dann? Nee. Schön wär's. Ich dachte, zumindest so einen Vorteil haben wir dann. Oder wir haben wieder so lange gebraucht, dass auch seine Ampel wieder grün war. Das kann natürlich auch sein. So, da wäre frei und hier auch. Also ich weiß nicht, Industriegebiete sind schon wild zu durchfahren. Also das ist jetzt alles nicht sonderlich trivial. Sie können gerne ein bisschen weiter weg von der Bordsteinkante. Hallo. Guten Tag. Wenn immer so viele Türen sind und Fahrgastwechsel schon was Feines. Das kann ich jetzt... Ja, kann ich den Bus jetzt nicht absprechen hier. See. Ich hoffe mal, dass da vorne ist einfach nur... Nee, okay. Ich dachte erstmal, da hat Onsi... Ah, nee, gut, wunderbar. Ist eine Brücke hübsch. Ich dachte erstmal, das sind irgendwie jetzt... Onsi hätte gar nicht geladen oder so, aber... Das scheint doch ganz normal zu sein. So, die Java-Rose. Wild auf jeden Fall. So. Dann mal raus mit euch. So ein zentral Öffnen-Button ist schon was Feines, ne? So, ich muss aber echt für jede Haltestelle irgend... Du kannst dich auch nicht entscheiden, wa? So. Aldi. Zum Anfang lief das noch gut mit der Verspätung. Jetzt wird das hier langsam, nimmt das ein bisschen überhand. Um sie... Danke. Der Gewerbepark Aldi. Wie das auch hier komplett ist und man auch gefühlt alles einkaufen kann. Ach, der Aldi Nord. Okay, gut, dann sind wir scheinbar im Aldi Nord-Bereich. Eingestiegen. Hallo. So, also auch. Guck, dass wir wieder mal loskommen. Aber es hat tatsächlich gepasst. War keiner mehr raus. Gut, was ist denn der nächste halt? Ach, ist das dann schon unsere... Also schon ist relativ, ne? Ist das dann unser Stationchen hier? Gut, an der letzten Station können wir keine Ansage mehr. So, sehr gefahr ist unser nächster Halt. Gewerbepark am Seilwerk. Bitte beachten Sie, unsere Fahrt endet hier. Würden Sie alle auszusteigen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Wunderbar, warum auf für die Tür. Fahrplan sagt zu spät, das habe ich jetzt auch so erwartet, aber hey. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich für euer Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Mal es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ne? Tschüss.